Ah ja, Jensen auch ganz gut dabei und auch Freeman. Aber auch hier sieht die Knife Run wieder sehr gut aus für MTW. Kaum sage ich es. Na, Mantis noch mit Full AP. Und jetzt Skrunk gegen zwei. Die können das eigentlich ganz ruhig runterspielen. Oh, das war jetzt nicht so clever. Aber NK setzt sofort nach. Wieder die Knife Run geholt von MTW. Und sicherlich wieder der Start auf der CT-Seite. Jawohl. MTW, CT-Seite. KPV auf der T-Seite und wir starten in die Pistol Round. Wir schauen mal aufs Equipment da bei KPV. Auch daran kann man schon mal ein bisschen was ausmachen. Zweimal Kevlar, dreimal Kevlar sogar. Na? Freeman und Johnny nochmal Kevlar und nochmal. Also das scheint was Schnelles zu werden. Was ganz, ganz Schnelles. Und es sieht schnell nach A aus. Okay, zur fünften über Tür. Das ist kreativ. Ja, und im MNL kann die Steps ansagen. Da muss der Call kommen. Oh, das ist. Ja, das ist natürlich also auch ganz einfach für. Da stehen sie MTV. Aber schon sehr gut. Also, das war. Naja. Und Bombe draußen. Ja, sehr schön. Klassiker. Freeman alles richtig gemacht. Der Rest denkt sich so: Oh, warte mal. Das klappt ja doch nicht so wie gedacht. Worst case Szenario. Wird Mitte gefightet. Johnny macht nochmal die Tür auf. Wird sofort weg. Oh, die Smoke liegt nicht gut. Da von NK. Kann man noch besser werfen. Jetzt wird die Runde doch nochmal spannend. Ah, NK, schöner Klick. NK mit dem zweiten. Es ist in Anführungszeichen nur noch Johnny. Der hat aber die Glock. Drei Gegner vor sich. Ein MNL mit wenig HP. So, NK ist wieder kalt. Er macht die Tür wieder zu. Macht sie wieder auf. Kann sich nicht entscheiden. Es ist nicht unholbar für Johnny. Ja, da ist nämlich schon der Erste. Er muss Humpen auch gar nicht so extrem reinfacen. Er versucht da MNL aus seiner Ecke zu locken. Ja, der spielt das sehr gut. Ja, aber NK macht ihn. Das war bestmöglich gespielt von Johnny, aber NK auch mit seinem letzten Schuss. Das muss man auch wieder dazu sagen. Aber ein schöner Call. B über A über Tür direkt. Ja. Ja. Siehst du mal, wie schnell eine Taktik, so eine Taktik mit einer Smoke ausgehebelt werden kann. Ich hätte da schon mindestens eine über Main geschickt. Schon alleine, dass er irgendeine Smoke werfen kann, die denen hilft. Reicht schon, über Bande zu werfen gegen Kurz, aber... Ja, ja, so 4-1 oder sowas kann man wenigstens machen, dass man kurz ab Smoke eine Flash, zwei Flashes hat oder sowas. Aber irgendeiner muss halt schon Granaten haben. So, und wir sehen das jetzt. Jensen, der Einzige mit Waffe. Mit Galil. Ja, mal schauen. Vielleicht gar nicht so verkehrt, der Kauf. Er hat Kevlar und Helm. Also, er ist eigentlich wie in einer gewonnenen Pistol equipped. Mal schauen. So, er wird vorgeschickt, Jensen. Ob er da irgendwo einen Pick machen kann, ist auch überraschend natürlich für MTW. Kommt gute Hits. Selbst wenn er down geht, gibt es immer noch Spieler, die die Waffe aufnehmen können. Ebenfalls mit Kevlar und Helm. MNL mit einem, MNL mit zwei. Letzter Spieler bekannt. Nur noch Otto nimmt dann noch MNL raus. Jetzt noch drei Gegner vor sich. Ah, nochmal gute Hits gegen Humpen. 5 HP bei ihm. 2-0 MTW. Und wenig Geld bei den Ts. Das wird selbst nächste Runde. Ja... Na, das haut schon hin. Halbwegs. Jetzt heißt es sterben gehen. Was sagst du jetzt? Ja, vielleicht können sie ja den einen oder anderen Frag ziehen, aber halt ohne Equip nur Glocks ist schwierig. So, Vollgas über Mitte. Ja, ihr sitzt überhaupt nicht, die NK da wirft, obwohl die gar nicht so schlecht war. Und noch. Dann nicht so viel zu verlieren. Kommt da Hilfe von NK. 3-0. Solide runtergespielt. Keine Waffe verloren. So, und jetzt spielen wir mal Counter-Strike. Mit Waffen. Schauen wir uns mal an, was hier gerade passiert.
Aufbau auch wieder sehr mittellastig, da wird direkt hochgeboostet. Three Men da oben. Kann direkt ausschließen. Aber da steht NK sehr gut. Ah, schade. Spraydown nicht gesetzt. Mantis noch sofort da. Macht nochmal den Refrake, geht weg. Ganz, ganz wichtig. Kommt da auch den Support von MNL. Der jetzt nochmal Mitte flashen wird, sodass Mantis da rumziehen kann. Gut, zusammengearbeitet da von den beiden. Mantis geht auch sofort wieder weg. Ja, schön gespielt. Trotzdem Otto und Jensen auch und Mantis noch mit Low HP. Humpen hat da B ganz defensiv. Auch den könnten sie... Ja, das wäre vielleicht jetzt der richtige Call, da Richtung B zu gehen. Aber Schacht wahrscheinlich ist auch noch besser. Noch mit dem ersten. Mit dem Frack. Und Humpen mit dem zweiten. Gut gemacht. 4-0 MTW. Wieder Sparrunde bei Kiwi Preisvergleich. NK hatte gerade eine richtig super Position, hat aber leider nur einen rausnehmen können. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Wurden dadurch halt wieder auf dem falschen Fuß erwischt, standen in der Mitte und war die Runde auch schon fast vorbei. Man hat ihnen dann viel zu viel Zeit gegeben, gute Kombos zu spielen, wie man bei MNL und Mantis gesehen hat. Jetzt hier die Eco. Stehe und Hund mit dem ersten, stehe mit dem nächsten. Geh jetzt down. Und Johnny mit einem sehr schönen Headshot gegen Humpen. Johnny wieder letzter Mann hier. Aber wird da auch von NK geholt. Ja, Ava wird auch mitgebracht. Sieht auf jeden Fall gerade etwas aimsicher aus bei MTW. Da wurde auch eben, glaube ich, mal gefragt, ob man wüsste, wie viel MTW im Moment trainiert. Sie sind, glaube ich, im Moment, ja, seit dem letzten EPS-Cup haben sie jetzt nicht mehr, also haben sie jetzt nicht komplett aufgehört, aber sonst ist es halt bei MTW der Fall, dass da täglich trainiert wird. Ich glaube, da hatten sie mal 2-3 Tage Pause gemacht, einfach nur, weil es halt, ja, total bescheiden lief. Da muss man ja halt doch sich mal eine kleine Auszeit gönnen, aber haben auf jeden Fall vor dem Cup hier auch nochmal ein bisschen trainiert. Also so ist es nicht, dass sie da kalt ins Spiel gegangen wären. Aber während ich das erzähle, Otto und Freeman mit den Frags in der Mitte... MTW da komplett ausgehebelt in der Mitte. Ja, und? Jetzt noch ein MNL und Humpen. Kompletter Aspot eingenommen. Humpen hat da gleich wahrscheinlich Kontakt. Ja, aber das checkt, ist die andere Frage. Den hat er nicht gesehen. Wie mehr mit dem Kill. Jetzt ist es noch MNL, der eben jetzt versucht, die Waffe zu saven. Da wird auch schon wahrscheinlich jetzt sehr fleißig gejagt. Ja, ist nicht verkehrt von MNL, da zu versuchen, da ein paar Exit-Frags zu ziehen. Geld ist ganz okay bei MTW. 10k bei Mantis, MNL hat selbst noch Geld und auch Humpen. Aber jede Waffe, die KPV hier abgibt, ist viel wert. Da wurde nicht gesehen, MNL. AWP kommt dann leider nicht mehr dran. Damit erste Runde für KPV. Einfach wieder schnell Mitte eingespielt, aber diesmal mit drei starken Frags. Zwei von oder einer Freeman. Mal schauen, ob MTW das jetzt wieder so aggressiv spielt in der Mitte. Jawohl. Eigentlich ein ähnlicher Aufbau wie gerade. Humpen auch gewohnt B offensiv und dort wird doch gerade angespielt. Gute Nate. Schöner A. Und da ist der. Direkt mal den Smokepack ausgenutzt. Ja, wollte ich gerade sagen, den es immer noch gibt. Wurde nicht mal gesagt, dass der gefixt ist komplett? Ja, niemals komplett, aber angeblich wurde er gefixt. Mhm. Nur du kriegst den so, wie er jetzt existiert, nicht gefixt. Da kann ich auch was zu erzählen, aber das dauert wieder. Aber naja, kann ja auch ein taktisches Element sein, von daher. Man muss das mal von der anderen Seite sehen. Ja, Warlock ist auch ein taktisches Element. Also. der in der Szene. Ja, kann man ja mal an einige Spieler fragen. Die zum Beispiel on-stream gebannt werden. Soll's geben. Ich weiß nicht, was er benutzt hat, aber. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Emilio auch nicht. So, damit 5 gegen 3 Situation. Nochmal ein Molotov von MNL. Auch der ist sehr, sehr gut.
Aber die Nate, die er da pickt, könnte zu Problemen führen. Gutes Timing beim Rumziehen. Noch den zweiten Spieler ansagen. Der dritte ist auch bekannt. Freeman an der Tür. Spielt das gut auf Zeit, MNL. Und Humpen mit der M4. Gerade wurde gefragt, was für ein Smoke-Bug. Wenn man einen Smoke schmeißt und nachher eh durchschmeißt, die Explosion hinter der Smoke stattfindet, kann man für einen kurzen Zeitraum sehen, wer hinter der Smoke steht. Das ist der Bug. Und das hat man gerade gesehen. Humpen steht dort, schmeißt der eh, sieht kurz den Gegner, macht Headshot und ja. Wir können ja mal ganz kurz auf Humpen gehen, ob er das nochmal ähnlich spielt mit einer Smoke. Wahrscheinlich nicht, jetzt wo er die... Doch, spielt er. Also schaut's euch an. Die Smoke liegt jetzt im Prinzip... Ja, liegt jetzt eigentlich wieder ideal. Wenn Humpen jetzt auf diese Höhe hier eine HE schmeißen würde, dann würde er praktisch durch die Smoke so leichte Schattierungen sehen und kann dementsprechend... Ja, sofort... Hat einfach diesen Vorteil, den die T's nicht haben. Und kann die ja locker aus dem Spiel nehmen. Mantis und Steh noch. Johnny faked den Plant an. Weißt du, was er machen kann? Noch ein schöner Headshot gegen Steh. 7-1 und auf einmal sieht das alles ein bisschen besser aus schon wieder bei MTW. Kann natürlich auch sein, dass da eben einfach so viel Unruhe drin war bei MTW. Ja, durch dieses Hin und Her mit Asmo kann er nicht. Dann musste man noch jemanden reinholen. Dies, das. Naja. Wollte ich auch gerade sagen. Ich denke mal, dass sie sich jetzt wieder gefangen haben. Und jetzt auch wahrscheinlich vom M her viel, viel sicherer sind. Was wir jetzt gerade hier bei KPV sehen, die bleiben jetzt... waren zumindest am Anfang defensiver, weil eben dort die Ansagen für die nächsten Runden kamen. Ich denke mal, sie werden jetzt einfach mal versuchen, untereinander die Infos auszutauschen, was sie demnächst anspielen sollen und wie die Gegner spielen. Und da liegt die Smoke wieder bei B. Molly kommt. Und sie spielen... den Klassiker, wir gehen B und die Bombe allein Richtung A, aber steh schon auf B mit dem Frag. B auf B. Ah, ah, ah. Der hätte ja, der war so schlecht, der hätte noch nicht mal von mir kommen können. So, Humpen. Kann da Steh wenig helfen, zieht aber jetzt trotzdem noch mit der Pistole rum. Setzt dann so noch den Pick. Ja, und damals ist es 8-1 für MTW und da sieht es, wie du sagtest, auch deutlich besser aus als vorhin. Jetzt bin ich mal gespannt nach der Ansage, die die da wahrscheinlich vorhin gemacht haben, wie KPV jetzt spielt. Ob sie da wieder so mit schnell spielen. Ja, das geht wieder Richtung schnell, Richtung Wüste. Aber Band ist da direkt mit dem Frag, steht auch dabei, NK ebenfalls. Oh, die Mitte wird komplett auseinandergerissen. Ja, viel Spaß, Johnny. Oh, Johnny. Auch ein schöner Waffenname hier bei Johnny, muss man auch mal erwähnen. Lol. Lol. Der denkt er sich auch gerade. So, wir nehmen Mitte ein, das hat eben gut geklappt. Steh alleine. Lol. Ja, wird da rausgenommen, 5er Runde bei MTW. Sieht ein bisschen planlos aus bei KPV. Eko jetzt wieder bei den Jungs. Und MTW trifft jetzt auch sehr, sehr gut. Ja, ich vermisse auch das Umdisponieren. Vorhin haben wir es ja bei MTW gesehen. Die waren auch in der Mitte am Anfang sehr offensiv, haben dann mehrere Runden dort kassiert, auch sehr, sehr viele Runden verloren deswegen, als dann New gut aufgeholt. Und dann kam auch die Ansage, dass man eben nicht mehr so schnell Mitte anspielen sollte. Und seitdem lief es dann auch wieder. Und das vermisse ich hier gerade bei MyKPV. Wirkt etwas ideenlos. Skrunk steht irgendwie mit dem Rücken zu Mantis. Mantis mit den Frags da am A. Jetzt sind es nur noch drei Spieler von KPV. Mantis bekommt ein paar Hits. Und ja, der Undertaker ist wieder da. Ich weiß, danke. Ich kann immer noch nicht den Glockenturm umstellen. Ob ihr es glaubt oder nicht. So, Freeman stirbt jetzt auch noch, also... Das ist gerade etwas reingedaddelt bei KPV. Otto, letzter Mann. Und wieder Humpen. Der Kugel von Humpen.
können wir ganz kurz auf die Stats schauen. NK im Moment mit 12 und mit 11, stehen mit 10. Und auf der anderen Seite, ja, Skrunk und Jensen gar nicht im Spiel. Freeman auch nicht unbedingt. Johnny, der sich so ein bisschen wehrt, aber naja. Nächste Waffenrunde, diesmal wird die Mitte auch außer Acht gelassen, glaube ich. Nein, der Booster steht, es geht wieder in die Mitte. Johnny mit der Arme, Skrunk mit dem ersten Frag gegen Humpen B, aber wird sofort geholt von NK, der da zur Seite steht. NK ist immer da, wo die Action geht, das ist mir eben schon mal aufgefallen. Hat auf jeden Fall einen guten Spürsinn, wie man zu schieben hat. Oh, Johnny verschießt. Auch gestorben. Gute Banks dagegen stehen. Ja, und man steht da wieder so ein bisschen ratlos fast da bei Kiepreißer gleich. Hat den First Pick und danach ist halt NK sehr, sehr schnell da und es sieht wieder nach nichts aus. Der hat auch wieder Mitte direkt angespielt. Der Frag von Skrunk war halt gut, aber dann direkt der Refrag und dann wieder Mitte, ja, und so weiter. Das und Steh halt wird verbrannt. Das war jetzt ärgerlich für Steh. Ja, ich weiß nicht, er wollte halt wahrscheinlich, hätte eigentlich ruhig zu kurz zurückgehen können. Dachte wahrscheinlich, der Weg ist zu weit. Ja, schöne Granate von NK. Den Fixpunkt möchte ich demnächst nochmal sehen. Und der Bego. Mantis ist dazu, hat NK auch und direkt die drei Frags und damit 11 zu 1 für MTW. Ja, also es sieht etwas ideenlos aus bei KPV und das überrascht mich dann doch. Da wird schon auf Taser gegangen von Humpen. Jetzt geht's los. KPV schnell Richtung A. Es ist wieder Aufgabe der Brüder Oberlein. Diesmal wird MNL hochgelassen. Mantis möchte da nicht nochmal hoch. Der hatte anscheinend ein bisschen Schwindel bekommen eben. Ich finde das schade, dass der Smoke Boost bei A nicht gemacht wird. MN. Es gibt sogar. Achso, den meinst du. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, das Problem ist halt natürlich, wenn so eine Smoke liegt, du rechnest halt automatisch damit, oder? Wenn die Smoke liegt. Schmeißt sie immer. Ja, oder das. Und das machen, ja gut, wenn du es so siehst, NTW schmeißt ja eigentlich sehr, sehr häufig so, oder? Zu MNL. Geht's auf den A-Spot, MNL Mantis räumt da das Feld. Spielt es besser. Jensen jetzt der letzte Spieler. Und schöne Granate. Der wird von der Orca E-Level 3 komplett aus dem Leben gesprengt. So, und Johnny anscheinend ist mit der Gesamtsituation etwas unzufrieden. Aber auch, ich glaube. Dieser Müllserver, sagt er. Ich sage, über die Gesamtsituation nicht so ganz zufrieden. Mich wundert, dass Johnny so wenig AWP spielt. Also, ich meine es zumindest in Erinnerung zu haben, dass er sehr viel AWP spielt und auch sehr, sehr gut. Also. Ja, der war oben vorhin mit der AWP auf dem Booster und wurde dann direkt wieder runtergeschubst. Also, läuft nicht so ganz. Geh beiseite! Ja, aber gerade die Duelle mit Humpen wären ganz wichtig. Das ist, glaube ich, das trägt gerade nicht zur allgemeinen besseren Grundstimmung bei Johnny bei. Da war gerade eigentlich ziemlich drauf. NK gibt ihm dann einen schönen Headshot. Steh wird auch wieder ein bisschen in die Mangel genommen da im Schacht. So, hier haben sie es. Also den Steh wollen sie durchgehend verbrennen. Haben jetzt auch Mittelkontrolle. 3 gegen 4 Situationen. Aber MTW steht da schon sehr gut. Dort einfach zum Zingeln. Sehr defensiv vor allen Dingen. Gute Doppeldeckung. Mantis hält ja komplett defensiv die CT-Base. Schacht wird abgedeckt. Der MNL kann Infos geben, falls er eben vorkommt. Soll er wohl jetzt Richtung Schacht gehen mit der Bombe. Da steht Steh sehr gut, wenn auch blind. Pump macht aber seine Frags. Und der letzte durch MNL. Ja, war angesagt. Skrunk da in der Mitte. 13 zu 1. Ich, bin mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr passieren wird. Das wäre eine mittlere Sensation. Asmo ist auch im Chat, der sagt gerade, der hat richtig gute Laune. Und aus Protest würde er sich Windows 8.1 niemals installieren. Schade. Reicht ja dann, wenn er offline spielt.
So, Scrunk ist hier endlich mit dem mal. First Frag. Auch in der Mitte diesmal. Bin ein bisschen enttäuscht von KPV, bin ich ganz ehrlich. Ich habe zum ersten Mal meine Marke auf sie gesetzt und das, also, das passiert mir kein zweites Mal, Jungs. Nein, Quatsch, aber es ist trotzdem. Ich sehe auch nicht dieses dominante Spiel, was sie sonst immer gezeigt haben. Ja, ne? Oder mit dem nächsten. Einfach immer ein bisschen cleverer agiert noch. Ja, vor allen Dingen merkt man, wie die Stimmung da gerade ist. An dem Flame sieht man das ja. Okay, kommt da einfach zur Hilfe. Legt die zwei weg. Und jetzt 3 gegen 3 Situation. Freeman, schöner Frag in der Mitte. Ja, okay, jetzt völlig alleine auf A. Humpen ist. Na. Er ist nicht schnell genug da, aber Otto müsste die Steps eigentlich ansagen können. Schöne Flash. Kommt noch so ein Brocken. Ja, Humpen aber jetzt weiß, dass Otto kurz ist und die Bombe liegt gut. Und Otto macht's. Sehr schön. Wenigstens noch die zweite Runde geholt. Ja, das war jetzt auch eher so das, was ich von KPV erwartet habe, dass sie wirklich gemeinsam irgendwo drauf gehen und dann einfach die Frags ziehen. Das war ja vorhin so, die wollten immer in die Mitte, sind da immer gestorben und dann waren es immer so 3 Leute, die noch über waren und dann war Ratlosigkeit. Da war kein gestaffelter Go, gar nichts. Ja, vielleicht genau das, was ich gesagt habe, dass man halt dieses stupide, oder was heißt stupide, dieses straighte Spielen halt einfach nicht gemacht hat. Wenn was angesagt wird, klar durchziehen, ganz oder gar nicht. Vielleicht wird das so ein bisschen der Unterschied. So, MTW, schneller B-Go mit 2 Smokes, Doppel-Kevlar. Otto, schöne Position. Da passiert eben auch nichts. Schön von Otto. Macht er gut. Ist, glaube ich, immer noch unbekannt. Oh, schön von Otto mit 3 Frags. Und den vierten schnappt sich Skrunk. Schöne Runde von Otto. Überhaupt nichts gespottet. Verlicht wählen wir doch mal ganz kurz. Überhaupt nicht gespottet worden. Otto im Eck. Da war das Aiming auch dann zur Hand. Wurde mal Zeit. MTW mit der Eco und der Tech 9 und NK und Humpen. Gute Tech 9 Spieler. NK irgendwie. Die Pistols, die gerade immer im Kommen sind, kann NK. Das war am Anfang mit der CZ so, den hat er beherrscht wie kein zweiter. Oh, und so viel dazu. Skrunk und Freeman werden da rausgenommen. Einfach Vollgas über Mitte. NK, was ein Headshot der King Jets. Einfach Vollgas und dann wird er festgetackert. Richtiger Drive-By mit der Waffe. Während Humpen mit seiner heißgeliebten Diegel nochmal sogar über die Base kommt. So, jetzt mal gucken. Ja, keine Chance. Steve hat er auch rausgenommen. Johnny mit dem Frag. Das wird noch knapp. Ne, das können sie nicht mehr holen. Sie müssen sofort die Waffen safen. Ja, die Runde hat NK mal ganz kurz genommen. 22 zu 6 bei ihm. Sieht man auch selten bei NK. Aber das war mal ein Gerät. Also, Heidewitzka. Da guckst du an der City Base auch nur blöd aus der Wäsche. Das ist halt die Tech 9. Kannst halt einfach rumgasen und drücken. Gut zu wissen. Quasi die mobile CZ. Was sagen. Jetzt 10 zu 3 jetzt Waffenrunde. Da wird auch die Mitte jetzt wieder schnell eingenommen. Aber da steht Jensen. Gute Position. War jetzt wahrscheinlich Humpen gespeckt. Wird aber jetzt auch rausgesmoked. Schade. Oh, obwohl, einen ganz kleinen Smoke-Spalt hat er da. Da könnte er sogar was holen. Muss halt sehr, sehr weit nach rechts. Er wird selbst nicht gesehen, aber MTW tut ihm da auch nicht den Gefallen, dass er da irgendwie durchsneakt. Das ist schade. Aber sie machen es da genau richtig. Sie decken das wieder ab. Bauen da zum B-Split auf. Da geht es dann jetzt auch schon direkt los. Schachtgang jetzt hier eingenommen. Und L checkt da jetzt nochmal die Kiste, ob da wirklich jemand steht. Und dann wird es da wahrscheinlich auch direkt drauf gehen. Und wahrscheinlich kriegt Mantis gleich einen Frag. Nee. Freeman geht zurück auf A. Also die bleiben da schön defensiv. Sie spielen gerade im Gedanken, dass sie wahrscheinlich wieder wegschieben werden. Mantis wird jetzt wahrscheinlich versuchen, auf A zu gehen.
die Leute wieder zurückschieben zu lassen. Wird da auch gespottet. Macht er sogar den Frag. Freeman kann noch gegensetzen. KPV schiebt da nicht. Interessanterweise spielt man jetzt B an, aber die Bombe geht über die Mitte. Oh, und da wird nochmal in den Schacht geboostet. Schöner Move von der MTB. Da geht's auf den A-Spot. Sehr gut gespielt. Humpen wird da noch rausgenommen. MNL kommt noch gerade on spot und legt die Bombe. 3 gegen 3. Oh, steh. Das war ein riskanter Move. Fast schon zu riskant. Und jetzt, bis eben sah die Runde noch gut aus. Jetzt ja, schon fast wieder weniger. Die Smoke liegt auch nicht gut. Steh 1-on-3. Keine Chance. Steh jetzt auch dann. Ja, bitte. Der Call auf jeden Fall sehr stark, dass man da jetzt eine Art Doppelfake spielt. Aber die Facks sind ja auch gefallen, aber dann am Ende hat es halt leider gehapert. Aber ich war auch überrascht, dass KPV da überhaupt nicht schiebt, dass sie damit rechnen, dass er alleine ist. Ja, waren sehr, sehr schnell wieder da. Jetzt hier bei MTW, es geht schnell auf B. NK auch da wieder drauf mit seiner Driver-Waffe, aber ist direkt tot. Das kann man perfekt setzen. Humpen einfach mit der Gewaltdiegel. Das ist ihm völlig egal, da braucht er nicht aim, da wird in den Gegner reingerannt und geschossen. Geht ja eh hin, wo er es möchte. Otto. Schöner Bang gegen Humpen. Und jetzt 3 gegen 3 Situation, eine Waffe bei Mantis, der muss die Runde jetzt etwas drehen. Ist da on spot, geht down. MNL und stehen noch, nur noch MNL. Der kann sich jetzt auch noch die M4 picken. Da wird die Bombe so nochmal weggesmoked. Und Otto. Mit dem Frag. Jensen zieht durch und damit die nächste Runde für Key-Preis-Vergleich. 14 zu 5. Trotzdem wieder eine gute Eco. Waffenrunde. Wir aufbauen jetzt. Dominant in der Mitte, Humpen da auch mit dem Frag. Scrunk offensiv kann raus, immer Humpen mit dem nächsten Frag. Damit haben sie auch schon wieder fast die Kontrolle, wenn dann nicht Jensen stehen würde. Humpen mit dem dritten. Jetzt haben wir auch direkt Unterzahlsituation für KPV. Monte steht da sehr schön vorne bei A, kann die Infos geben. Auch Humpen ist dort. Die Bombe wird jetzt auch langsam Richtung A geholt. Da haben wir nur 3-Man. Jetzt versuchen muss, den einen oder anderen Peak zu machen. Der jetzt die Smoke. Schöner Frag gegen Humpen worden. Starker Frag gegen Mantis, aber Steh kann er noch gegenhalten. Jetzt ist es 1-on-1, Johnny gegen Steh. Bombe ist gelegt. Beide 100 HP, beide Waffe. Aber Steh mit Equipment noch. Hat den Gegner jetzt auch gespeckt. Molotov hat er auch noch. Da spielt er sehr rum und Johnny unerwarteterweise durch den Molly gelaufen. Einfach Vollgas. Schöner Move in dem Fall. Ja, und sechste Runde Key-Preis-Vergleich. Robben sich jetzt auch wieder ein bisschen ran, aber sie kommen immerhin bis zum Plant immer wieder im TV. Und da forcieren sie erstmal die nächste Kaufrunde. So, Scrunk jetzt mit der AWP. Hat einen guten Spawn für den B-Spot. So, Mitte schnell eingenommen. Scrunk mit dem First Pick gegen MNL. Gute Nades da gegen Scrunk. Johnny on spot auch blind. Scrunk wird rausgenommen. Johnny, eine gute Position, keine Standardposition da in der Grube, ist aber komplett blind. Move ist aber gut, komm weg, mach noch den zweiten gegen Mantis. Nochmal der Refrag, Humpen. Setzt dann nicht mehr den Frag gegen Otto. Das wäre die einzige Option gewesen, um die Runde irgendwie nochmal spannend zu machen. 14 zu 7, Eco bei MTB.
Also Skrunk wurde halt noch gut weggeflasht, aber konnte halt den Frag mit der AB schnell setzen. Und das Aim ist ja gerade bei KPV wieder da, Johnny auch dann gut gegengehalten auf dem B-Spot. Wird jetzt wieder auf jeden Fall ein Ticken schwerer für MTW. Ja, man merkt das, ne? Also, dass der Gegner sich jetzt gerade so ein bisschen einschießt, das ist das große Problem. Auch eben vielleicht der Fall gewesen. Es wird gleich die Flash kommen in die Smoke und dann Vollgas. NK wieder mit seiner Drive-By-Waffe, wie du es so schön ausgedrückt hast. Und wieder macht er den Headshot Gate Creamer. Und wieder NK! Und noch ein. Alter Schwede! Ich würde sagen, wir nennen sie jetzt nicht mehr Tech 9, wir nennen sie N9 oder weiß ich nicht. Boah, MNL mit einem gewaltigen Headshot von der Diegel. Der wird da auch noch weggeholt. Boah. Das ist Skrunk und Johnny gegen Mantis. MNL und NK. Und Mantis wurde da gespeckt. Und hier kommt Johnny mit dem Headshot, Skrunk mit dem Headshot. Jetzt ist es nur noch. Nur noch. NK. Nummer 1. Und er macht 4 Frags mit der Tech. Also, ich sag's ja immer wieder, sobald es eine Piste gibt, die etwas gepatcht wird im positiven Sinne, ja, oder, weiß ich nicht, die im Kommen ist, ja. Sagen wir es mal so, in Sachen Pistolen ist NK so ein bisschen der Trendsetter. Ja, Hashtag Nerf NK9, please. Ja, nimm mal die NK9. Also, bin ich auch ganz schwer für. Mantis räumt da auf in der Mitte, wird dann aber von Otto geholt. Aber MNL zieht nach, macht noch Skrunk. Und jetzt sind sie wieder nur 2 Spieler bei KPV und es ist die entscheidende Runde für die. Johnny und Freeman. Gut orientiert jetzt Richtung A. Freeman steht eigentlich nicht so verkehrt. Ja, jetzt hat er wieder eine Standardposition. Der wird da jetzt gleich wahrscheinlich wieder überrannt. Erster Frag gegen Humpen. Zweiter gegen Steh. Ja, kann da keinen mehr machen. Aber Johnny noch mit Full HP gegen 2 MTWler, die nichts mehr haben. Okay, macht das gut. Bleibt da erst nochmal in der Smoke. Vielleicht sitzt auch. Es ist schwer zu spielen. Jetzt zwingen sie Johnny praktisch den Laufweg zu wählen. Und MNL hat ihn gespottet. NK mit was auch sonst. Mit der NK 9 und 16 zu 7 für MTW. Das sah sehr solide aus, gerade in der ersten Halbzeit. So stellt man sich das doch vor, wie MTW spielt. Nicht wahr? Also ich wäre dafür, dass NK nur noch seine Tech 9 spielt. Pumpen seine Diegel und der Rest kann halt einfach irgendwas kaufen, was sie wollen, und dann ist die Runde halt safe. Weil, was ich interessant fand, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig.